Philipp, zum Wohl. Monika, Prosit, zum Wohl. Danke, dass du die Einladung angenommen hast. Danke für die Einladung, ich freue mich sehr. Ich auch. Wir müssen also jetzt einen Schluck nehmen und nachher legen wir loslegen. Hm? Sehr gut. Also es gibt Wiener Schnitzel, gell? Ja, Schnitzel, ja. Mhm. Also ich habe es jetzt mal im Salzwasser eingelegt. Ein Schnitzel und das andere auch. Und ich tue es jetzt ein bisschen abtropfen, aber nicht fest, damit es schön saftig bleibt. Und jetzt tun wir das, wie man das halt macht mit einem Wiener Schnitzel. Tun wir das da im ich mache es gerade hinter ja, dir. Ja, das ist super. Ja. So fließbandmässig. Und jetzt mahlen wir das im Mehl wenden. Und ich tue jetzt das. Ah, das Ei! Das muss man zerquirlen. Ja, das haben wir ein bisschen gesalzen vorher. Ja, das hast du vorher. Ja. Und jetzt tun wir das. Ich habe also gar nichts drin, keinen Rahmen, nichts. Weil ich will das nicht. Ich will ganz. Wie sagt man dem? Säck. Und das mit dem Salzwasser, das ist damit es. Salzig ist oder nass? Also das macht meine Mutter so und sie findet, es hat einfach einen guten Geschmack. Mhm. Ja. Und sie ist auch etwas feucht, oder? Weil sie war ja im Wasser. Ja, ja. Man könnte es natürlich. Da sind wir gespannt. Ja? Und also Mehl, ich bin gespannt, wie du das findest. Muss das ganz voll Mehl sein, oder wie muss das sein? So bis ja. Nein, nein, schon ein bisschen bedecken. Schon ein bisschen Mehl. Bedecken. Bedecken. Ja, ja. Bedecken. Also wie so eingeschneit. So ein bisschen weiss. Ja. Ja. Ach ja, wir müssen ja auf Hochdeutsch wechseln. Hast du denn das Öl heiß gemacht? Ja, das Öl ist heiß und ich wechsle jetzt auf Hochdeutsch. Entschuldigung, ich habe bis jetzt Schweizerdeutsch gesprochen. So. Ist nicht gut. Du hast das als von Kindsbein auf, machst du das, diese Schnitzel, oder? Ja, also nicht ich, meine Mutter. Ich durfte sie jeweils essen, genießen. Hm? Sollte schon ein bisschen heißer sein noch, oder? Ja. Das habt ihr immer am Sonntag gemacht oder ist das ein spezielles gibt's einen Tag für Wiener Schnitzel? Nein, aber Sonntag ist gut. Sonntagmittag ist natürlich Mittag. Angenehm. Ja. Ja, weil es ist etwas Festliches und man kann sich gut treffen Sonntagmittag. Man hat ein bisschen Zeit füreinander. Ja. So, was meinst du? Du kennst dich ja aus. Ja, auch also aus ich habe auch schon Schnitzel gemacht, aber ich habe meine Methode ist immer, dass ich etwas reintue. Aha, ja, schauen wir mal. Ja, das ist noch zu wenig. Es muss noch ein bisschen heißer. Aber ich habe jetzt alles das Maximum gemacht. Es ist natürlich, es darf nicht zu heiß sein, aber auch nicht zu kalt. Ja, ja. Und dann sollte eben Blasen machen. Es sollte eine Blase machen, ja. Holzlöffel. Wir warten jetzt noch eine Minute. Oh, eine ganze Minute? Jetzt habe ich einen Falt da reingemacht. nein, das war so. Und die Schnitzel, die muss man dann beim Metzger präparieren lassen? Das also ich mache es so. Ich, also die muss es ja ganz wahnsinnig flach machen. Ja, ich habe nicht so einen Holzpflock. Ja. Und ich habe auch nicht dieses flache Teil, um das zu hauen. Und ist angenehm. Also dieser Metzger macht das auch sehr gut. Du gehst immer zum Gleichen dann wahrscheinlich. Ja, hier im Quartier gibt es einen guten Metzger. Ja. Also, jetzt geht das da mal rein. Ja, ui, es brutzelt nicht. Du musst noch ein bisschen warten. Ui. Also, jetzt hast du volle ja, Volldampf? Ja, ja, warte noch ein bisschen mit deinem. Oder? Das ist doch eine 4. Oder ist das eine 1? Das ist eine 5 sogar, ja. Eine 5. Ja, es beginnt hier langsam. Beginnt jetzt, das würde ich vielleicht noch ein bisschen. Das sollte. Nicht, dass es nicht so verkrügelt ist. Ja. So zerknitterte. Okay. So. So, ui, das ist zu wenig heiß. Ja, das wird schon gut. Jetzt beginnt es zu blasen. So muss es sein. Gut. Und jetzt wartest du noch 30 Sekunden, dann. Weil dann können wir nachher vergleichen. Und jetzt ist genau dieser Moment, wo wir die Hitze reduzieren müssen. Ja. Also ich mache das da mal. Ich mache das hier mal, auch. Ja, du nicht, machst das, du kennst den besser. Nicht, dass wir da so eine. Aber wieso kennst du dich auch aus mit Wiener Schnitzel? Ich habe ja auch in Wien studiert ein Jahr. Ja. Und ich habe eigentlich seither ganz gern ab und zu mal einen Wiener Schnitzel. Ist auch ein schönes Ritual mit der Familie, das zu machen. Also ja, es erinnert mich ein bisschen an die Wiener Zeit auch. Mhm.
Und wie kommst du dazu, nach Wien studieren zu gehen? Ich habe in Genf. Du bist ja Schweizer. Ja, ich habe in Genf Kunstgeschichte studiert. Ja. Und hatte dann aber das Gefühl, ich sollte jetzt auch meinen deutschen Sprachraum gehen. Und Wien war damals ein Ort, der mich einfach angezogen hat. Mhm. Kunstgeschichte war nicht so gut, aber ich habe viel über Architektur dort und über Theater und über Musik und Literatur mitgekriegt. Mhm. Von daher war das ein wichtiger Moment im Studium. Mhm. Und wie lange hast du? Also ein Jahr. Ah, ein Jahr, okay. So. Dann kommt das hier drauf und ich mache jetzt noch. Also, dann jetzt, wenden wir. Jetzt, Achtung, jetzt wird es gewendet. Das super! Sieht gut aus, oder? Das sieht sehr schön aus. Du kannst ja meins auch gerade wenden. Ja, soll ich probieren? Also, warte mal, Achtung. Du bist so gerade im Jetzt bin ich gerade im Schuss, ja, im Flow. Im Schnitzelschuss. Also, das. Hey. Ich habe bis jetzt eben, ich habe zu wenig von dieser Bratbutter genommen. Jetzt weiß ich, dass das muss mehr also, sein natürlich. Das essen wir ja, das trinken wir ja dann nicht. Nein, aber das wird einfach, das ist wichtig, dass genau, es da schwimmt, oder? Damit es also sortieren heißt. Ja, also, das muss so Blasen bilden, siehst du? Und jetzt haben wir noch zwei Minuten. Ja. Und dann sind die gut, oder? Ja. Dann kommen die auf die Teller. Mhm. Die Zitronen sind drin im Atelier, der Gurkensalat auch, ja. Der Rotwein auch. Das nehme ich dann noch mit. Für den Gurkensalat, ja. Dill und Willst du mir den Teller schon geben? Ich weiß nicht, hast du schon drunter geschaut, ob es gut ist? Ja, das sieht nicht schlecht aus. Ne? Was meinst du? Es sollte ja auf beiden Seiten gleich aussehen. Ne? Ja, nicht schlecht. Und das da auch. Sag mal. Ja, das sieht gut aus. Ja. Sollen wir sie nehmen? Sind ein bisschen bleich noch, oder nicht? Wir können noch eine Minute warten. Ich warte immer zu lang. Also, am Schluss bin ich dann, sage ich dann immer, hätte ich es früher genommen. Das mache ich bei Fisch auch häufig. Bei Fisch mache ich immer zu kurz. Ich mache es zu lieber lang. Lieber eine Minute zu kurz als eine Sekunde zu lieber lang. Lieber glasig. Ja, aber es sind dann meistens alle enttäuscht, weil sie kalten Fisch auf dem Tisch haben. So. Also, jetzt geht er so hin und der zweite kommt auch. Kannst du ja hier, dann hat jedes sein Papierli. Ja, ja. So. Super, ich habe die Platten abgestellt, wir lassen das so, die Küche, wir verlassen die Küche jetzt ja. so. Ja, gut. Hey, cool. So, wunderbar. Gut. Möchtest du etwas Prosecco noch ja, drinnen genau, trinken? Ja, genau, den nehme ich jetzt mit. Und dann nehme ich den Dill. Genau, trag du den Prosecco und ich trage die. Was? Ah, du musst den Dill, ja, genau. Nein, geht nicht. Okay. So. Ist gut so. Ja. Ja, guten Abend. Dankeschön. Während die Schnitzel zum Tisch kommen, begrüße ich euch, liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Essen verbindet und die Küche war schon immer ein Ort, in die besten Gespräche stattfinden. In einer Zeit, in der sich die Schule vom öffentlichen in den privaten und vom physischen in den digitalen Raum verlagert, erproben wir hierfür neue Gesprächsformate. Die Kitchen Stories sind dabei eine Gelegenheit, nicht nur die Lebensräume unserer Kolleginnen und Kollegen und Dozierenden kennenzulernen, sondern auch deren Inspirationsquellen zu treffen. Monika Kisch-Horwaths Gast, Philipp Ursprung, ist Professor für Kunst- und Architekturschule an der HTH Zürich. Monika Kisch-Horwath selber ist Künstlerin und Dozentin am Institut für Architektur in Horb. Das Schnitzel, das sie zubereitet, ist hierbei nicht nur sinnbildlich zu verstehen, sondern kommt auch aus ihrer eigenen Geschichte. Ein Schnitzel gab es in ihrer Kindheit nämlich häufig an Sonntagen zum Mittagessen. Das haben wir gerade gehört. Zudem eignet es sich heute noch besonders gut für den Besuch, da man es perfekt neben dem Gespräch panieren und sortieren kann. Lieber Philipp, liebe Monika, ich freue mich ausgesprochen auf den Abend und auf das Gespräch und wünsche euch einen guten Appetit. Werde mich später dazuschalten und bitte unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, sich ebenfalls einzuschalten.
Sie können im Chat schreiben. Ich werde die Fragen zusammenfassen und versuchen dann, ein Gespräch zu moderieren. Guten Appetit. Dankeschön, lieber Johannes. Danke auch, dass ich das machen darf. Und ich freue mich sehr, dass Philipp zugesagt hat. Und wir haben jetzt bereits uns ein bisschen kennengelernt oder besser kennengelernt während des Kochens. Und ich glaube, es hat wunderbar geklappt. Also ich habe jetzt schon einiges gelernt. Ich hatte bis jetzt ein viel weniger ausgeklügeltes Rezept im Kopf und bin froh, dass ich das jetzt quasi original kann. Ja, aber das ist ja sehr einfach, also dieses Rezept. Ja, aber mit diesem Salzwasser und dem vielen Bratbutter wusste ich eben nicht. Ja, das hilft. Ja, wir werden, also ich bin dann gespannt, ob es auch schmeckt. Wollen wir einen Bissen nehmen? Vielleicht probieren wir. Ja. Musst du Zitrone am Anfang drauf oder mitten? Ich mache es nicht drauf, damit es nicht so weich wird. Ich mache hier so eine kleine Pfütze. Ah ja. Ja, das mache ich lieber so, wenn etwas knusprig bleiben soll. Und dann gehe ich dann so mit dem ersten Stück da vorbei bei dieser Pfütze. So mache ich das. Das ist natürlich raffiniert, ja. Ja, ich weiß nicht, ob das mit meinem Beruf zu tun hat oder, ja, keine Ahnung. Aquarell. Ja, wieso nicht? Sehr gut. Ist das genug? Ja, Salz ist sowieso genug. Perfekt. Okay, sehr gut, perfekt. Also, danke. Wenn es genügend und gut ist, dann ist das okay. Ja, sehr gut. Also, es ist ja ein bisschen eine Herausforderung, das Essen und gleichzeitig Sprechen. Aber ich möchte doch noch erwähnen, warum ich dich eingeladen habe. Als Johannes mich gefragt hat für diese Veranstaltung, habe ich sofort eigentlich an dich gedacht, ohne dich persönlich zu kennen. Und ich dachte, ja, von Philipp Ursprung habe ich schon so viel gehört und so viel gelesen und auch seine Vorlesungen, die noch online sind, immer mit großem Interesse verfolgt. Irgendwann waren sie dann nicht mehr online, also kann man sie nicht mehr ich als ohne Passwort anschauen. Und habe aber auch einiges von dir in meinen Vorlesungen zitiert, also du kommst vor. Und all das dachte ich, ja, das ist jetzt eine Gelegenheit. Ja, um, das freut mich, danke. Ja, um dich kennenzulernen, ja, und dich einzuladen zum Schnitzel. Ja, danke für die Einladung. Ja. Danke für die lobenden Worte. Ja. Was mich noch interessieren würde, also wir haben ja ein bisschen besprochen, dass wir auch ein paar Dinge ansprechen. Und wenn das jetzt passt, würde ich gerne gerade so mal eine erste Frage dir stellen, weil das ist auch so eine Chance, dass ich dich Dinge fragen kann, die mich interessieren, was du darauf sagst oder wie du dazu stehst. Und das wäre aus aktuellem Anlass das Kunsthaus Zürich. Das würde mich interessieren. Hast du es schon gesehen? Man konnte ja das mal anschauen mit diesen, also ich habe es mit diesen Glocken gesehen, diese Performance mit den Glocken. Und es wird ja nächstens eröffnet. Und das würde mich interessieren, was du dazu sagst. Du bist ja Kunsthistoriker und unterrichtest aber Architektur, Studierende und bewegst dich auch im architektonischen Kontext. Würde mich interessieren, was du da sagst. Ja, ich hatte es ja schon im Wettbewerb verfolgt. Das ist ja vor 2008 war dieser Wettbewerb um die Erweiterung. Und damals war ich ziemlich eigentlich erstaunt, wie jetzt die Jury dazu kommt, dieses Projekt auszuwählen. Ich fand es ein eher mittelmäßiges Projekt. Die Renderings, die suggerierten so eine Art
Miniatur Berliner Museumsinsel in Zürich. Sehr pompös, mit einem weiten Himmel, wo die Menschen über ein Forum flanieren. Ich hatte das Gefühl, da stimmt was nicht. Und das hat sich dann eigentlich auch über die Jahre, wo dann gebaut wurde, immer mehr bestätigt. Also ich finde es städtebaulich eigentlich unglücklich. Zuerst mal muss man sagen, das ist nicht der Fehler der Architekten. Ich finde, sie ist am falschen Ort. Ich hätte jetzt gedacht, nach all dem, was man über Stadtentwicklung weiß und gesehen hat, wie Tate Modern oder die Power Station Shanghai funktionieren, dass die Erweiterung quasi am gleichen Ort ist wie das alte Gebäude, fand ich eine verpasste Chance. Also warum ist es nicht am Glattpark gebaut worden oder in Ach so, in ganz an einem anderen Ort. Also dort, wo die Stadt sich vergrößert, weil Zürich ist ja sozusagen auf dem Weg zur Großstadt oder zumindest zur großen Stadt. Und die Idee, dass alles am Zentrum massiert werden sollte, fand ich problematisch. Dann das Zweite war, dass das Gebäude eigentlich die Verknüpfung zu den Hochschulen, zu den Spitälern, zu dieser ganzen Hochschullandschaft bieten sollte. Das ist ja die alte Befestigung, die alte Wallanlage, auf denen diese Bauten im 19. Jahrhundert ein nach dem anderen gebaut wurden. Und anstatt dass er diese Verknüpfung macht, riegelt es das ab. Es ist wie eine Staumauer. Ne? Also ist der Riegel? Entschuldigung. Wenn man die Remi-Straße raufgeht, dort wäre eigentlich ein Grünstreifen gedacht. Dann kommt die pädagogische Hochschule, dann kommen die verschiedenen Hochschulgebäude, dann die Spitäler. Und das ist wie unterbrochen. Wenn ich jetzt auf dem Heimplatz bin, dann blicke ich auf eine riesige Mauer. Also die Fassade, die Fassade ja, des Neuen. Geht des Neuen, wo ich nicht weiterkomme. Ja, ja. Aha. Und es ist auch, also eigentlich kein öffentlicher Raum dadurch entstanden. Also ich habe keinen Grünraum, keinen Gewinn für den Platz. Es gibt diesen ganz jämmerlichen Garten der Kunst, der dahinter angeschlossen ist. Das ist eine ganz traurige Sache. Sieht nicht rein, sieht nicht raus. Also wer soll da reingehen? Da finde ich, ist einfach vieles verschenkt worden. Jetzt nur vom Außen. Das geht ja jetzt dann nächste Woche auf. Ich bin gespannt, wie es dann mit der Kunst wirkt. Ne? Innen, ja. Genau. Aber jetzt noch eine Nachfrage, wenn man jetzt mit dem Kunsthaus hinausgegangen wäre, zum Beispiel eben in die Peripherie, oder wie hast du gesagt, wenn man jetzt nicht im Zentrum diese Erweiterung gebaut hätte, was wäre dann passiert mit dem bestehenden Kunsthaus? Also es wäre so geblieben? Ja, das funktioniert ja. Dann wäre man einfach weit gereist, um im Neubau zum Beispiel die Bühle-Sammlung oder so anzuschauen. Also zum Beispiel die Wechselausstellung oder ein Teil der Sammlung. Also die Idee, dass es ein Zentrum gibt und dass es einen Rand gibt, ist ja eigentlich auch überholt, weil das eben das Glattal, Glattpark oder auch das Limmatal, Altstetten, das sind ja ganz aktive Gebiete. Und warum soll dort nicht auch eine wichtige kulturelle Institution sein? Wir haben das Stadion, das Eishockey-Stadion, das jetzt gebaut wird, das wird ganz sicher einen Schwerpunkt bilden, weil eben Zürich, wenn es eine Großstadt wird, mehrere Zentren haben wird. Und es ist ein bisschen kurzsichtig, nur an ein Zentrum zu denken. Und das ist für mich eine verpasste Möglichkeit. Oder? Das ist der Gedanke. Also es ist ein bisschen ein städtebaulicher Gedanke, in die Zukunft gedacht. Dass man nicht in diesem historischen Zentrum von Zürich unbedingt jetzt diesen Erweiterungsbau noch hineinstopfen muss. Ja, aber wenn wir ja auch vielleicht andere Bereiche der Bewohnerinnen und Bewohner einbeziehen, die vielleicht auch die Jugend stärker ansprechen, also, oder jetzt Menschen, die nicht gewohnt sind, immer an diesem Ort quasi Theater und Kunst zu besuchen. Und wenn man denkt, wie anziehend zum Beispiel Tate Modern in London, ein altes Fabrikgebäude, das damals in einer verwahrlosten Gegend war. Also die Fabrik wird neu aufgeladen und die Gegend wird neu aufgeladen. Und es gibt ja solche Brachen in Regensdorf, in Altstetten, im Limmatal, also da, wo sich die Stadt hin ausdehnt. Und
dies mitzudenken, das hätte möglicherweise einfach auch zu einem anderen Museum geführt, dass das nicht das Bestehende wiederholt. Es kommt mir so ein bisschen eine Verspätung vor. Also es ist, ja. Das ganze Haus atmet so die 1990er Jahre. Ja. Das hat damit zu tun, auch wo es steht. Mhm. Interessant. Ja. Also mit der Kunst zu den Leuten gehen. Also mir kommt hier eine Arbeit von Hirschhorn in den Sinn. Der hat mal in Paris hat er Kunstwerke aus dem Louvre in die Banlieue gebracht, in Kiosken. Damit dort die Jugendlichen oder eben die Menschen, die nicht so viel mit Kunst zu tun haben, dass die Zugang dazu haben. Also nicht, sie müssen ins Zentrum, ins Museum, sondern hier schon ging mit den Kunstwerken hinaus. Er hat ja auch das Atelier in Aubervilliers, also das heißt, er betrachtet das gar nicht als den Rand, sondern er sieht, das ist ja eine ganz aktive, interessierte Gegend. Warum sollen jetzt diese Kunstwerke nicht mal da hinkommen? Und damit auch diese Hierarchie der Zentren in Frage stellen. Ne? Und Architektur hat da schon natürlich Möglichkeiten. Ne? Natürlich, die Bauherren müssen das entscheiden, aber die Architektur, was ist ein Museum, das sich öffnet, das durchlässig ist, das niederschwellig ist, hat auch mit dem Ort natürlich der räumlichen Organisation zu tun. Aber wenn ich jetzt da am Heimplatz bin, dann habe ich diese Mauern vor mir, diese schweren Messingtore, diese Gärten mit diesen Gittern. Es ist nicht ein Ort, der sagt, du bist jetzt hier willkommen. Ne? Und das würde ich sagen, das kann man an der Architektur kritisieren. Ne? Und eben diese verpasste Chance. Ja, ah, interessant. Ja. Das habe ich jetzt noch nie so überlegt. Ja, schön. Ich bin mit dem Kunsthaus, ich bin gespannt, wie es dann ist, wenn es im Betrieb ist. Bin ich dann gespannt. Und mir persönlich die Fassade, ja, ich bin auch noch nicht so ganz überzeugt davon. Mit dem Sockel habe ich ein bisschen Mühe, also mit der Platzgestaltung vorne. Bin ich nicht sicher, ist das fertig schon so? Es ist ein bisschen eigenartig mit dunklem Belag, hellem Belag. Also die Anbindung für mich jetzt zur Straße, zum Platz, ist für mich jetzt auch noch nicht so überzeugend, aber das ist so sehr emotional. Ja, die Anlage, eben das war in den Wettbewerbsbeitrag quasi, der Vorschlag wollte ja das als einen beruhigten Platz auffassen. Ja. Das war auch der Vorschlag, den Zeltweg zu unterbrechen, was einfach im damaligen und auch jetzigen Zeitpunkt illusorisch ist. Das ist Heimplatz ist eigentlich kein Platz, sondern es ist eine Kreuzung. Ja, es ist eine wichtige Verbindung. Es ist einfach eine Kreuzung und ich kann natürlich so tun, als ob es ein Platz wäre. Mhm. Und dieses Marmorschürzchen, was da vor der Fassade sich eben davon aufstellt, sprach ich, von dieser helle Sockel. Das tut jetzt so, als ob das so ein Plätzchen wäre, aber das ist natürlich nicht eingelöst. Und jeder Sommer wird wärmer. Also das heißt, wenn man jetzt davor steht, ich war jetzt vor ein paar Tagen da, also es ist schon ein paar Grad wärmer als die Umgebung. Also es ist kein Baum, kein Strauch, kein Wind. Es ist wirklich eigentlich ein gewisser Anachronismus. Ja. Aber klar, das sagt jetzt nichts darüber aus, was dann im Inneren passiert. Es kann sein, dass jetzt unter der neuen Direktion eine ganz andere Strategie beginnt und die Ausstellungen anders funktionieren. Und das kann man nicht vorhersehen. Ja, das ist ja eine Frau. Ja. Oder? Aber sie ist noch nicht im Amt. Nein, aber natürlich. Also das wird jetzt eine Herausforderung sein, auch mit diesen Gegebenheiten. Mhm. Aber gerade die Bedingungen sind ja gut. Also es ist gut aufgestellt, es ist getragen, die Mehrheit der Stimmenbevölkerung hat zugestimmt. Also das ist, also die Bedingungen sind sicher gut, auch etwas wirklich Großartiges draus zu machen. Ja, hoffen wir das. Ja, jetzt haben wir ein bisschen lang über das Kunsthaus gesprochen. Ich habe nämlich eine ganz große Frage und das, was mich sehr interessiert, wie du das machst und was dich da bewegt. Und da habe ich auch sehr viel gelernt und ich fühle mich auch sehr nahe. Das ist, ich glaube, du nennst es performative Kunstgeschichte.
wenn ich das richtig sage. Und erstens, Performance ist ja ein Begriff aus der Kunst, glaube ich. Also, und Kunstgeschichte, performativ, wie soll das gehen? Und das würde mich sehr interessieren. Ich glaube, es ist immer im Kontext mit Studierenden. Ist das richtig? Oder auch sogar Seminarreisen? Oder sehe ich das falsch? Ja, es ist eine Mischung. Also es ist eigentlich übernommen von der Idee des Performative Writing. Das geht also auf Judith Butler, auf feministische Kunsthistorikerinnen wie Peggy Phelan, Amelia Jones zurück, von denen ich das übernehme. Ja. Deren Kritik ist eine Kunstgeschichtsschreibung, die sich objektiv gibt und eine Distanz halten will, die schreibt bestehende Autoritätsverhältnisse ein Stück weit fest. Und eine performative, die stellt die Bedingungen, die Motivation, die Figur des Autors, der Autorin auch mit aus. Also die einfachste Unterscheidung ist, dass man als Autor oder Autorin ich sagt. Ich verwende auch diese Ich-Form, das habe ich von eben Butler und Phelan und so übernommen. Nicht, um jetzt meine Subjektivität zu betonen, sondern um zu zeigen, das ist eine mögliche Art, Geschichte zu schreiben. Und die kann auch angegriffen und kritisiert werden. Aber ich ersetze dieses Mann, dieses unangreifbare Mann, das von oben herab über die Geschichte spricht, durch ein Ich, das sich ein Stück weit exponiert und sagt, ich nehme jetzt daran teil, ich schlage das vor, ich sehe das so, ich beschreibe es so, ich erzähle es so. Und darüber kann man verhandeln. Also es geht darum, dass man lokalisierbar ist als Autor. Und dieses Vorgehen übernehme ich dann auch in die Lehre, indem ich den Seminarraum verlasse. Mhm. Also mit den Studierenden rausgehe. Weil in dem Moment ist die Hierarchie, die räumliche Hierarchie ein Stück weit aufgebrochen. Es ist nicht mehr so ganz klar, wer jetzt doziert, wer jetzt steht, wer sitzt, wer vorgeblich alles weiß, sondern man geht gemeinsam hin und schaut sich etwas an. Und da ist natürlich, als Lehrender hat man in der Regel mehr Kenntnis, aber man ist konfrontiert gemeinsam und alle sind ein Stück weit auf dem gleichen Stand. Und das motiviert natürlich die Studierenden auch, anders sich einzubringen. Und alle sind ich? Alle sind lokalisierbar. Ja. Mhm. Alle sind lokalisierbar. Mhm. Und das hat natürlich mit der Performance, mit der Theatralik, so eine Kunstrichtung, die mich seit jeher interessiert, also die Kunst, die künstlerischen Autorinnen und Autoren mit einbezieht, die vielleicht auch nicht unbedingt immer ein fertiges Produkt haben will, sondern den Prozess ins Zentrum rückt. Und das hat mit Reisen zu tun. Das heißt, deswegen ist das Reisen eine meiner natürlich bevorzugten Arten des Forschens und Vermittelns. Das bedingt das Reisen? Oder es ist besser, wenn man dazu reist? Ich würde gerne auf Rotwein wechseln, ja, Entschuldigung. Ja, das können wir machen. Ne? Soll ich das aufmachen? Ja, gerne. Also auf der Reise hat man eine erhöhte Aufmerksamkeit. Ich kann mich von meinem Studium in Genf und in Wien, Berlin vor allem an die Exkursion erinnern, viel mehr als an das Seminar. Also man hat eine erhöhte Aufmerksamkeit, das Gedächtnis ist anders aktiviert, es bleibt viel mehr zurück, man ist aufmerksamer und man ist produktiver. Und deswegen versuche ich, möglichst viele Formate zu entwickeln, wo man gemeinsam reist. Und ich glaube, dass die Exkursion, das ist ein Grundpfeiler der Lehre, das gehört wirklich in jedes Curriculum. Also eine Ausbildung ohne Exkursion, das finde ich eine richtig verpasste Chance. Also das ist. Und was ist jetzt da? Ist das auch performative Kunstgeschichte? So eine Seminarreise? Ein Stück weit ja, also weil wir natürlich auch zusammen etwas aufführen.
Also wenn ich eine Reise mache, sind ja auch alle mit, wie auf einer Theateraufführung, ja, mit dabei. Also sie können, ich mache nicht Reisen, wo alle wortlos hintereinander hertrotten. Wir versuchen Aktionen zu machen. Zum Beispiel, wir waren in Südspanien und hatten dann uns die selbstgestellte Aufgabe gegeben, dass wir 10 Esel 3 Tage lang durch die Wüste treiben. Hm? 10 Esel mussten von einem Ort zum anderen gebracht werden. Woher habt ihr die Esel gehabt? Das sind Richtige Esel. Also richtige Esel, also, ja. Das sind lokale Esel. Also wir hatten so komische Vorstellungen. Das waren alles verweichlichte Esel, die dort hauptsächlich für Kindergeburtstage gebraucht wurden und die sich gar nicht bewegen wollten. Das heißt, wir dachten zuerst, die nehmen das Gepäck für uns, oder? Wir wandern, ja, und die Esel schleppen. Mhm. Aber diese Esel waren verzärtelt und überhaupt nicht irgendwie dienstbar. Und wir haben eigentlich das Futter der Esel auch noch geschleppt, sodass es also ein ziemlicher Stress war. Aber, und die Esel wollten auch nicht unbedingt gehen. Das heißt, wir mussten die schieben und ziehen. Ja, die wussten nicht, dass das eine Performance ist. Es war eine zwecklose Übung, aber nicht ganz eine sinnlose. Oder? Weil indem man mit diesen Eseln umgeht, ja, lernt man erstens zu zweit, zu dritt anders zu kommunizieren. Und man geht 3 Tage lang mit Tieren um. Oder? Und das ist ja schon eine gute Erfahrung. Und dann gab es natürlich Studierende, die mehr wussten. Also jemand hatte Großeltern, die auch einen Esel hatten. Und wir haben darüber gedacht, das ist doch jetzt in vielen Kulturen, über Jahrtausende war das einer der wichtigsten Begleiter der Menschen. Also man müsste eigentlich mit einem Esel kommunizieren können. Und das haben wir da dann gelernt. Ja. Und was bringt das, Entschuldigung? Es waren Architekturstudierende. Ja, ja. Was bringt das den Architekturstudierenden, wenn die mit Esel in Kontakt kommen auf eine Seminarreise? Hm. Schlussendlich, oder? Was ist der didaktische Nutzen, könnte man fragen. Könnte sagen, was ist das jetzt? Gehen die da mit Esel da in die Landschaft? Ich glaube, dass es gut ist, wenn sie ein anderes Tempo der Fortbewegung mitkriegen. Das ist natürlich dann nicht Straßen, man geht da durch die Wüste auf Wegen, durch Flussbeete, Pfade. Ja. Das heißt, die Landschaftswahrnehmung ist eine ganz andere. Man ist einfach offen für kleine Veränderungen der Landschaft, beginnt die Landschaft zu lesen, man hat einen anderen Rhythmus, eine andere Zeit. Man muss auch wirklich diese Esel dann umsorgen, man muss sie pflegen, muss sie füttern, man lernt, welche Pflanzen sie mögen. Und also Lernen von Eseln? Lernen, ja, vielleicht lernen, andere Perspektiven einzunehmen. Mhm. Mhm. Und lernen, bestimmte Dinge gemeinsam zu lösen. Mhm. Mhm. Mit vollem Mund. Prost. Zum Wohl. Du bist schon fast fertig. Ja, es tut es super gut, das ist jetzt wirklich zum Gewinn, ja? Nicht schlecht gelungen. Ich finde, es muss auch gar nicht so schwarz sein. Nein, schwarz muss es nicht sein. Und das mit dieser Zitrone an der Seite ist eine gute Idee. Ja, weil sonst, es wäre jetzt so pumpig, oder wie sagt man Hochdeutsch? Ja. So. Ja, es ist jetzt pumpig. Also das heißt, so bleibt es knusprig. Das ist eine sehr gute Idee. Ja, das mache ich immer so. So eine Pfütze. Das hast du gelernt von deiner Mutter? Oder? Nein, das habe ich selber. Das ist eine Idee von mir. Und der Gurkensalat, der wäre dann auch noch, man kann ihn mit Dill oder ohne Dill. Das heißt, man nimmt einfach so einen Dillspitz. Ja, ich habe jetzt die Schere in der Küche vergessen. Ja, Entschuldigung. Kann man ja so rauftun, oder? Ja, aber das mögen nicht alle gern. Darum mache ich das nicht immer gerade hinein. Gut. So, jetzt probiere ich da mal. Ich weiß nicht, ob das geht mit dem Mikrofon, dieser Gurkensalat im Mund. Ob das nicht zu laut ist. Sonst müssen die Zuhörer protestieren. Mhm. Ja. Ich muss schnell gucken, was. Ich habe mir doch noch Sachen gemerkt. Ah ja,
Was, ja, was, worauf ich auch sehr gerne zu sprechen käme, ist, wenn du ein Kunstwerk oder Kunst erforschst, wie du da vorgehst. Mhm. Ich glaube, da hast du auch eigene Methoden, eigene Ansätze. Ja, das würde mich auch noch interessieren. Also du bist ja in der Forschung sehr prominent. Ja, all diese Bücher, die es von dir schon gibt. Und jetzt dieses neue Beuys-Buch. Ja, also das vielleicht kann ich das anhand von diesem Beuys-Buch ein bisschen erläutern. Ja. Also das hat ja schon auch mit der performativen Kunstgeschichte zu tun, dass ich auch Lehre und Forschung jetzt nicht kategorial trenne. Es ist nicht so, dass ich das auseinanderhalte. Also die Reise, auch die Eselreise und andere Reise, etwa die, wo ich mit einer Gruppe auf 17 Vulkane gestiegen bin, das sind immer Momente, wo ich etwas teste oder versuche, mein Feld zu erweitern, neue Gesichtspunkte zu sehen. Mhm. Also das Interesse für die Erdgeschichte, für die Geologie, für die Erdkruste, für die Idee, dass die Architektur eine Art Fortsetzung der Erdkruste ist, hat auch mit diesen Reisen zu tun. Ne? Oder ist auf diesen Reisen entstanden. Mhm. Und das Beuys-Buch, das habe ich so angelegt, dass ich so tue, als ob das Werk von Beuys eine große Landschaft wäre, durch das ich mit den Leserinnen reise. Und ich halte 24 Mal inne vor Werken oder vor einem Thema oder vor einem Buch, 24 Mal inne, nenne das nicht Kapitel, sondern Tableaus. Mhm. Also ob ich eben durch diese Landschaft oder diese große Ausstellung, also mich räumlich bewege und beschreibe das erstmal. Ja. Und das heißt, das hat auch wieder mit Bewegung, mit Reisen zu tun. Also ich gehe zum größten Teil wirklich in die Ausstellungen, in die Sammlungen, wo diese Werke sind und beschreibe dann mal, das ist eine klassische kunsthistorische Methode, ich beschreibe, was da ist, beschreibe auch meinen Zugang dazu, behalte wieder das Ich im Blick und in diesem Beschreiben kommen bereits Fragestellungen. Also zum Beispiel die Frage nach dem Verständnis, das Beuys für Skulptur hat. Fragen wie, gibt es Sockel? Gibt es Rahmen? Wie funktioniert das Material? Wie sind die Dinge im Raum angeordnet? Was ändert sich, wenn ein Kunstwerk, wie beispielsweise das Kapitalraum 1970 bis 1977, das in den Hallen von Neue Kunst war, das ich jetzt als Studierender mal besucht habe, das ich jetzt nicht mehr besuchen konnte, weil die Hallen leider zu sind und das Kunstwerk in Berlin. Was passiert, wenn das an einem anderen Ort ist? Also da kann ich erinnern, wie ich nach Schaffhausen gereist bin und dann erzählen, wie ich nach Berlin reise und fragen, wie kommt es, dass die Wirkung eine ganz andere ist. Das heißt, das ist wiederum ein Stück weit performativ oder rhetorisch. Ich formuliere quasi die Fragen und hoffe, dass die Leserinnen dann inspiriert sind, sozusagen mitzufragen. Ich kann auch mal sagen, wenn ich nicht weiter weiß. Ne? Ich versuche, dieses Allwissende zu verhindern und eigentlich das herauszufinden, was ich eben nicht weiß und nicht kenne. Mhm. Und das ist für mich auch das Interessante an Forschen, Erforschen. Also das Reisen, Erkunden, Forschen ist eigentlich miteinander ziemlich eng verbunden. Aber ginge das auch mit einem Kunstwerk, welches zum Beispiel eben nicht mehr, wie gehst du vor, wenn sie nicht mehr vorhanden sind physisch? Wenn du angewiesen bist auf Sekundärmaterial, Fotografie oder Texte, geht das hier dann auch noch, diese Performation, dieses tiefe Hineindenken, Hineinfühlen? Das ist, ich habe viel über Alan Caprow zum Beispiel gearbeitet, also den Performance-Happening-Künstler, und da ist überhaupt nichts praktisch übrig.
Ja, das sind Aktionen gewesen, die sind verschwunden. Da gibt es zwei, drei dokumentarische Fotos und eine kurze Beschreibung. Das Eis ist geschmolzen. Ja, also da ist, wirklich, da ist fast nichts da. Und das ist im Unterschied zur Lehrmeinung, die sagt, dass ich kann nur etwas sagen, wenn ich dabei gewesen bin, sage ich nein, im Gegenteil. Gerade weil ich nur diese Fragmente habe, kann ich es nacherzählen. Also das ist gerade der Moment, wo ich als Kunsthistoriker überhaupt ins Spiel komme. Also es bietet sich gerade erst an, erst recht an, um nachzuerzählen. Also das abwesende Werk ist jetzt aus meiner Sicht kein Mangel, im Gegenteil, das ruft dazu, nacherzählt zu werden. Natürlich, ja, aber es ist eine Nacherzählung einer Erzählung und da verändert sich doch etwas, ja, oder nicht? Das verändert sich. Also da kann ich jetzt nicht so sehr die physische Reise hinmachen, das tue ich nicht. Aber da kann ich zum Beispiel die Fotografie in die Hand nehmen. Und die ist ja auch real. Also ich betrachte eine dokumentarische Fotografie nicht als etwas unbedingt Sekundäres. Also Repräsentation hat die gleiche oder ähnliche Eigenschaft, vielleicht ein bisschen anders als jetzt ein in Anführungszeichen Original. Ja, ein wirkliches Original. Und die Kunstgeschichte überhaupt ist ohne Reproduktion undenkbar. Also ich bin in Wien gewesen. Wien gewesen, das ist der Ort, wo die Kunstgeschichte quasi erfunden wurde, geboren wurde im mittleren 19. Jahrhundert und die ist gar nicht denkbar ohne die Möglichkeit der fotografischen Reproduktion, mit deren ich Dinge vergleichen kann. Ah, ist das ein Zusammenhang? Dass wegen dieser fotografischen Reproduktionsmöglichkeit zum Beispiel eine Kunsttheorie oder eine Kunstgeschichte geboren wurde? Ja. Hat das damit zu tun, mit der Reproduktion? Oder mit der, eben auch Reproduktion heißt ja auch Verbreitung. Ja, ja. Oder? Also Systematisierung, Vergleichen, das sind Mittel, dank deren man systematisieren kann. Fotografie ist ja auch quasi parallel zur, wenn man das so nennen will, Geschichte der Modernisierung entstanden. Also im Moment, wo die alten mittelalterlichen Bauten abgerissen werden und verschwunden und Platz machen müssen für die Eisenbahn, für die Brücken, für die Fabriken. In dem Moment kommt eigentlich die Fotografie und beginnt festzuhalten, was verschwindet. Also es ist ein Mittel, ein Verfahren, die Fotografie, ein technisches Verfahren, das mit der Moderne zusammenhängt. Das ist ein Apparat, eine kleine Maschine, wenn man so will. Sie ist aber interessant, in dem Moment, wo sie festhält, was ihresgleichen zum Verschwinden bringt. Also Fotografie ist ja nicht so sehr interessiert an dem, was unveränderlich ist, zumindest am Anfang, sondern an dem, was verschwindet. Die ersten Fotografien, die zeigen Straßenzüge in Paris, die kurze Zeit darauf nivelliert werden. Das heißt, dieses Festhalten dessen, was bedroht ist, das hängt mit ihr zusammen. Von daher ist auch die Geschichtsschreibung hat natürlich eine Affinität zu dem, was geht oder sich verändert. Das hat wieder mit diesen Reisen zu tun. Es ist zum Beispiel oft schwieriger, ganz in der Nähe, zum Beispiel in der Schweiz, im nahen Umfeld, so Veränderungen klar zu sehen. Ich gehe gern an Orte, wo Veränderungen schneller spürbar sind. Wir waren in Tiflis, in Georgien zum Beispiel, also wo eine sehr rasche Transformation sichtbar ist. Ich gehe gern an die Randgebiete, zum Beispiel der Europäischen Union, also an so politisch-ökonomische Knautschzonen, weil ich dort Prozesse schneller, also vergleichsweise schneller ablaufen sehe, als da, wo ich quasi im Alltag bin. Sind wir das? Ist das dein Blick? Ist das unser Blick? Weißt du, also sehen diese Leute das dann auch so, oder ist jetzt das
Das ist natürlich mein Blick, ja. Also jemand anders würde wahrscheinlich genau in der Schweiz etwas entdecken. Für mich ist es methodisch ganz schwierig, in der Schweiz diese Reisen zu machen. Ich war. Machst du keine Seminarreisen oder so? Die allererste habe ich jetzt gemacht, als wir das Verbot hatten, wegen Corona die Schweiz zu verlassen. Genau. Und dann bin ich mit den Studierenden 5 Tage lang im Jura gewesen, der Grenze entlang gelaufen, um rüber zu gucken. Ja. Also ich wollte auch wiederum diese Schwierigkeit, die ich jetzt, ich kann sagen, meine methodische Schwierigkeit, produktiv machen. Ja. Mit dem Ziel natürlich, dass ich in der Schweiz auch Reisen machen könnte. Ja, und war es ergiebig? Es war ergiebig. Es war schon gut, ja. Mhm. Ja. Aber es ist wirklich anspruchsvoll, also, weil die Verfremdung, das Ungewohnte ist halt nicht da. Das heißt, wenn ich an einen Ort reise, wo ich nichts kenne, ist alles auf eine Art eine Neuheit. Und ja, aber angenommen, wir können jetzt das nicht mehr machen. Angenommen, wir können jetzt in Zukunft nicht mehr so nach Tiflis oder auf die, wo wart ihr, in Java, Vulkane besteigen. Wie können wir weiterhin unseren Blick schärfen, hier, im Alltag? Eine Methode habe ich von San Keller, deinem Kollegen in Luzern, gelernt, ist zum Beispiel halt nachts wandern. Also indem ich einfach den Tag weglasse und mich nachts bewege, habe ich einen sehr großen Verfremdungseffekt. Stimmt. Dann ungewohnte Wege gehen. Ja. Also nicht die üblichen Pfade und dann Dinge miteinander verknüpfen, die ich sonst nicht tun würde. Also eben Höhlen zum Beispiel mit Fabriken, Themen miteinander. Also das ist schon möglich, klar. Und das wird auch wahrscheinlich zu Recht etwas sein, was ich entwickle, weil ich kann jetzt auch aus Umweltschutzgründen nicht mehr so viel rumfliegen. Das kommt noch dazu, genau. Aber ich eben das hatte ich eigentlich gedacht, als ich den Begriff performative Kunstgeschichte von dir gelesen habe. Das hatte ich eigentlich gedacht, eben, dass das anders an etwas herangehen oder etwas umkehren oder eben schauen, wo gibt es eine Verbindung, wo ich vorher keine gesehen habe. Mhm. Oder kennst du Georges Perec? Kennst du bestimmt. Eben wie er zum Beispiel, mit welchen Konzepten er einen Platz betrachtet oder ein Haus beschreibt. Oder das geht ein bisschen auch in diese Richtung, oder nicht? Also du hast jetzt Judith Butler erwähnt, das hat mich erstaunt übrigens. Ich hätte jetzt nicht daran gedacht. Mir ist eher eben so Perec oder so in den Sinn gekommen. Ja. Bei dieser Performance. Es ging natürlich, also ich habe ganz viele Guides, ganz viele, die schon da waren. Genau. Deswegen interessiert mich Tourismus als Praxis so sehr. Es ist immer schon jemand da, man ist nie der Erste. Und ich finde, das Tourismus, das konnotiere ich ganz positiv. Oder ich sage, Tourismus ist der Tourist, die Touristin ist eine andere Figur für die Forscherin und die Reisende. Also ich will das überhaupt nicht dämonisieren. Ja. Und die, da habe ich natürlich ganz viele Vorbilder. Also Lucius Burckhardt ist eines davon, mit der Spazierungswissenschaft. Ja. Die Stalker-Gruppe aus Rom gehört dazu. Die Gruppe Stalker, die ja ab den 90er Jahren performative Stadtwanderungen machen. 90er Jahre? Ab den 90er Jahren. Das kenn ich nicht. Immer noch sehr präsent und engagieren sich ja auch aktivistisch ganz stark, also Schutz von bedrohten Gebieten der Stadt. Entschuldigung. Also da gibt es eben, gibt es viele, die sowas tun, ne? Und bei denen man lernen kann. Und ich lerne natürlich von den Studierenden auf diesen Walks, ne? Weil sie sind ja wie Antennen für die Gruppe und entdecken Dinge, die ich nie gesehen hätte. Und wie bekommst du das mit? In welcher Form? Erzählen sie, reden sie oder verlangst du etwas davon? Oder wie? Ja, die Reisen sind ganz strikt ritualisiert. Das aber ist wie alles bekommst ganz, du das ganz mit, formal. Was sie also zum Beispiel... Jeden Abend gibt es eine Runde, wo wir rekapitulieren, was passiert ist. Wir halten immer mal wieder inne, um zu rekapitulieren.
Es werden Fragen formuliert. Ich sage auch, dass die Fragen ein ganz wertvolles Gut sind. Also es ist sprachlich? Das ist sprachlich, ja. Und sonst andere Medien? Ja, also die Eselaktion, das war eine. Mehr über das Futter. Aber wir haben jetzt wir haben noch nicht so eine richtig klare Methode gefunden, wo wir zusammen immer wieder was machen. Wir versuchen Dinge zu finden. Einmal haben wir jeden Tag ein Aquarell gemalt. Also du auch? Ich auch, ja. Aber da war das Spielregel jeden Tag ein Aquarell malen. Mhm. Einmal haben wir einen Tag lang kein Wort gesagt, also kollektiv nichts sagen. Das war die Spielregel. Ja. Und das ab und zu gelingt, das ab und zu gelingt das weniger gut. Also das sind auch Versuche, weil ich bin ja nicht Künstler. Ich habe aber Künstlerinnen und Künstler im Team, die dann zum Beispiel so eine Performance auch machen. Ne? Ah, so ein Setting, sich überlegen zum Beispiel. Ja. Ja. Weil das interessiert mich. Oder eben Sann Keller kommt immer wieder auf die Reisen mit und macht dann was mit ihnen. Ja, dann schneidet er dir die Haare. Haare schneiden hatten wir einmal am Mississippi. Am Mississippi hat er dir die Haare geschnitten? Nicht Sann, nein, das war mein Kollege Alex Lehnerer, mit dem ich viele Reisen gemacht habe. Ja. Er hatte einen ausgewanderten Onkel, der am Mississippi sich niedergelassen hat. Ja. Und wir haben gesagt, also diese Reise findet in erster Linie statt, damit er diesen Onkel mal besucht und die Haare schneiden. Dort die Haare schneidet. Ja, klar. Ja, man muss eine Mission und einen Grund haben. Ja, ja, aber eben, das konnte man früher noch. Jetzt weiß ich auch nicht, ob man das noch machen kann. Ja, okay. Nein, ist schön eben, also diese Reisen, die faszinieren mich schon. Ich habe jetzt an der Schule, wo ich arbeite, nicht so viel Gelegenheit gehabt in den letzten Jahren, aber früher schon. Aber ihr macht schon Reisen in Luzern auch, oder? Ja. Das heißt externes Fachseminar im Moment. Mhm. Nein, das wird gemacht, das finde ich auch sehr gut. Und jetzt Corona-bedingt auch, glaube ich, in der Schweiz eher. Mhm. Ich bin jetzt aber auch nicht ganz sattelfest. Und früher habe ich auch mitgemacht bei so, es hieß dann Seminarreisen. Mhm. Ja. Habe ich auch so künstlerisch mitarbeiten können. Ja wir waren es waren so Städte-Seminarreisen, so sehr klassisch eigentlich. Man ging etwas anschauen, gab es eine Führung, hat jemand etwas gesprochen. Mhm. Oder wir waren im Baskenland. Das war sehr schön im Baskenland. Mhm. Da habe ich viel gelernt, auch über Gida. Mhm. Also diese Arbeit am Meer, die Windkämme. Ja. Also das habe ich auch sehr, weitergebracht. Also. Du unterrichtest ja Kunst für die Architektur studieren, gell? Ja, es heißt Gestaltungsschiene. Ja. ich bin Künstlerin. Ich meine, ich versuche den Studierenden künstlerische Strategien, Zugriffe zugänglich zu machen, mache ich sehr gerne. Ich finde es wichtig, dass die Architekturstudierenden künstlerisches Denken kennenlernen, das auch üben können. Wenn Beuys sagt, jeder Mensch ist ein Künstler, dann denke ich, ist ein Architekt auch ein Mensch. Mhm. Dann ist er auch ein Künstler, oder? Ein Architekt. Ja. Nein, also ich glaube, gerade in der Ausbildung ist es eminent wichtig, einfach um auch diese Perspektive zu haben, die in der Lage ist, die architektonische Perspektive ein Stück weit von der Seite zu betrachten. Ne? Zum Beispiel. Ja. Wir haben ja keine Architekturtheorie in dem Sinne heute, es gibt keine kohärente Theorie und die Kunst hat ein Stück weit diese Funktion. Es ist wie ein Spiegelbild und ein Reflektor dessen, was passiert. Das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum
warum so viele eigentlich interessiert sind an der Kunst. Ja. Also das die, muss ich noch einmal hören. Also wir haben keine kohärente Architekturtheorie zurzeit. Das könnte ich sagen. Das ist quasi die Theorie und ja. Die könnt ihr lernen. Ja. Aber die, das Betrachten von Kunst, so, also ein Beispiel ist das Werk von Gordon Matta Clark, was sehr viele zum Beispiel, ja. Architektinnen und Architekten gerade im Studium wahnsinnig interessiert, weil ja. Der eigentlich das tut, was die Architektur nicht kann. Also Häuser demontieren, Material, das Haus berühren, angreifen. Und wenn man diesen Faktor aus der Ausbildung rausnimmt, ne, dann verlieren sie natürlich eine riesige Möglichkeit eigentlich der Kompetenz. Ne? Deswegen glaube ich, ist die Kunst nicht jetzt als Ergänzung, aber als Teil des Studiums wichtig. Ne? Ist immanent, oder? Ja, also wie bei der Akademie lebt ja auch davon, dass es verschiedene Gattungen gibt. Man weiß, aber da ist noch eine andere neben mir und da kann ich ab und zu rüber gucken. Ich muss das nicht. Ich glaube nicht, dass Architektinnen auch Künstlerinnen sind, oder? Ich glaube nicht, dass Kunst und Architektur das Gleiche ist. Also mich interessiert auch nicht so wahnsinnig die angebliche Verschmelzung der Gattung. Ich glaube, das sind separate Praktiken. Das dachte ich aber. Nein, nicht? Nein, verschmolzen finde ich nicht so gut. Ne? Verschmelzen? Nein. Nein, eher. Also aber fusionieren ist, das ist gut für Kapitalismus, ja, aber nicht für die Ausbildung, nein, um Gottes Willen. Aber dann, ja, und dann soll man es abgrenzen voneinander, oder? Ja, also die Grenzen. Mich interessieren Grenzen, oder? Nicht ja? Definition, gar nicht. Also die Grenzen, weil es eben etwas ist, was ständig verhandelt wird. Mhm. Wo beginnt das, wo hört das auf? Das muss immer verhandelt werden. Und die Definition, die will das wie festlegen. Das finde ich nicht interessant. Ich benutze auch keine Stilbegriffe, die das und das und das jetzt einfach einmal festschreiben wollen. Aber die Grenze, wo sich Architektur und Kunst sozusagen berühren, das finde ich interessant, auch wenn das eben nicht so klar ist. Und wo berühren die sich? Na, eben jetzt, indem quasi die einen auf das andere projizieren, was sie nicht haben. Aber sie sind schon institutionell, ausbildungsmäßig, in der Praxis sind sie separat. Oder Kunst am Bau, oder Kunst und Bau. Man weiß ja gar nicht mehr, wie man das sagen soll. Kunst am Bau, Kunst und Bau. Da kommt doch so etwas zusammen, oder nicht? Also Kunst am Bau, architekturbezogene Kunst, Baukunst, Kunst im Bau, also das Durcheinander der Begriffe zeigt ja, dass da etwas im Gang ist, oder? Was wir nicht so klar fixieren können. Und deswegen interessiert mich diese Gattung natürlich, weil ich das Gefühl habe, die ist im Fluss. Ich glaube nicht, dass Kunst am Bau immer zu wahnsinnig überzeugenden Resultaten führt. Es gibt auch vieles, was vielleicht nicht so geglückt ist. Aber es ist ein Bereich, den ich sehr unterstütze, wo ich mich auch, wenn ich in Kommissionen bin oder in Gremien, weil ich das Gefühl habe, es ist eben ein Ort, wo dieser Austausch passiert. Der Prozess interessiert mich fast noch mehr als das Resultat. Also die Wettbewerbe, die Möglichkeit, dass da eben der Austausch passiert. Das finde ich hochinteressant. Aber ob jetzt die Architektur mit der Kunst einen wirklichen Dialog eingeht, bin ich nicht so sicher. Ist auch nicht so wichtig. Also das ist jetzt nicht resigniert? Nein. Die können miteinander reden oder auch nebeneinander schweigen. Das ist okay. Ja. Nebeneinander schweigen? Ja, ja. Das ist ein schönes Bild. Ja, so ja. Einfach so. Schweigen nebeneinander auf einer Bank sitzen und sich in Ruhe lassen. Ja. Aber man soll sie trotzdem machen. Also, ja. Ja, und respektieren. Und respektieren, ja. Genau. Ja, ja. Interessant. Ja. Ja. Mhm. Ja, es ist ja, man bemüht sich ja, oder? So häufig ein Bemühen, um da etwas zusammenzubringen. Ja, also die Architektur, viele Architektinnen und Architekten möchten Kunst am Bau haben, wenn sie das Gefühl haben, es ist etwas nicht so ganz gelöst, oder? Dann machen wir ein bisschen Farbkonzept, um das zu verbergen. Ja, ein Stück weit ist das ja auch jetzt
das Schicksal von Pippi Lathyrés, dass sie den Heimplatz, wie zusammenfügen sollte. Ja. Dass da diese Mohnblume ist, die ich mit den Lichtern tastet und so etwas wie einen Zusammenhang suggeriert. Ja. Und das ist auch kein Dialog jetzt, Kunst, Architektur, oder? Aber es ist ein Versuch, eine Kohärenz zu stiften über die Kunst. Mhm. Aber wir haben im Unterschied zu anderen Zeiten, wo es klar war, dass die Malerei und die Skulptur zur Architektur gehören, oder im Sozialismus, wo die viel stärker miteinander verschränkt waren, haben wir keine theoretische Möglichkeit, das wirklich ineinander aufgehen zu lassen. Im Sozialismus? Muss ich nachfragen. Was meinst du? Also Sozialismus hat versucht, die Trennung der Gattung ein Stück weit aufzuheben und Wandgemälde beispielsweise ganz konsequent einzubeziehen in die Architektur. Mosaiken, Außengestaltung und in der Theorie, also zumindest in den 60er, 70er Jahren, wird versucht, diese Gattungen miteinander zu verschmelzen. Mhm. Dass auch Design, Architektur, bildende Kunst nicht separiert sind. Ja, jetzt verstehe ich. Und das ist vielleicht auch nicht immer glücklich herausgekommen, aber das war zumindest der Ansatz. Ja, es war auch häufig dann so ein bisschen wie künstlerischer Schmuck. Es ist Schmuck, aber ich meine, die sozialistische Keramik beispielsweise ist zum Teil großartig. Mhm. Woran denkst du? Ja, wenn ich jetzt an ostdeutsche Keramikdekoration denke. Also am Bau? Oder unabhängige? Ich kenne so Kacheln, ja. Also zum Beispiel? Von Leipzig. Ja, also die Fassadenverkleidungen, ja. Großartig. Aha, so etwas, ja okay. Ja. Ich kenne nur diese, wie heißt das, Konsumzentrale. Ja, aber viele dieser großen Bauten hatten eine gestaltete Fassade. Ja, meistens das ist innen, sind so Keramiken. Innen, aber gibt auch außen. Ja, ja okay. Ja, da gäbe es schon noch vermutlich viel, also für mich jetzt, Nachholbedarf. Also ich kenne mich gar nicht aus im, sagen wir, sozialistischen Gebiet von Europa, was Kunst und Bau anbelangt. Ich kenne mich jetzt mehr in der zeitgenössischen Kunst aus. Mhm. Ja, das habe ich so ein bisschen ein Loch, kommt mir jetzt gerade in den Sinn. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, wie die das gemacht haben, welche Verfahren, hatten die Wettbewerbe, hatten die Direktaufträge, also wie da die Künstler und Architekten überhaupt aufeinander ziehen. Es gab schon auch Wettbewerbe, aber es war stärker über Aufträge als jetzt hier. Also kontrolliert vom Staat, nehme ich an. Also nicht wie hier, sehr lange diskutiert wird, bis dann etwas... Nein, das heißt, es ist sicher ein stärker Zusammengehen von Architekturplanung. Ja. Aber das Kollektiv spielt eine andere Rolle natürlich auch hier. Also wir haben ja dieses Kollektiv auch fast nicht mehr im Blick. Ne? Also die einzelne Autorschaft, Urheberschaft, die sich dann mit Ellbogen abgrenzen muss, auch wenn es jetzt in der jüngeren Generation sehr viel mehr Kollektive gibt und der Trend vielleicht schon dahin geht, sind wir nach wie vor ziemlich fixiert auf die Urheberschaft des Einzelnen, glaube ich schon. Oder auf den Namen oder auf das Label. Ja. Den Gurkensalat habe ich jetzt noch fast nicht angerührt. Also der ist sehr gut. Ich habe den jetzt gegessen. Ich habe gar nicht gemerkt, das ist tipptopp, hat noch mehr draußen. Das isst man sozusagen neben dem Schnitzel. Ja, das ist halt eine klassische Begleitung, oder? Ja, das kühlt ein bisschen. Ja. Wenn das genau Schnitzel zu heiß wäre. Mhm. Was habe ich mir noch notiert, was ich unbedingt sprechen wollte? Ah, natürlich die Zukunft, also auch die Zukunft. Ah, über das Architecture Care, oder wie heißt das? Ich habe ja gesagt, was sagst du zu, also die Digitalisierung möchte ich auch noch besprechen. Mhm. Also jetzt eins nach dem anderen. Zuerst, sollen wir zuerst das Healing Architecture, das heilende Architektur, also ihr habt ja jetzt einen neuen Lehrstuhl, den ihr da aufreißt, wo es auch um dieses Care geht. Oder und nachher über die Digitalisierung. Mhm. Ich glaube, die Zeit ist dann auch dann
Wie viel haben wir? Ja, 7:50. Sind wir schon? Ja. Ja, dann sollten wir ganz schnell jetzt noch über, was machen wir? Healing oder Care? Healing, oder, Healing, ja, oder Digitalisierung? Digitalisierung fällt mir nicht so viel ein. Mich interessiert es eben wegen der Ausbildung, wegen dieser Sensibilisierung, Resilienz gegenüber der Digitalisierung, was du dazu sagst, also ist das, wie geht das zusammen in Zukunft, auch in der Architekturausbildung, das wäre meine Frage gewesen. Ja, ja. Okay. Ja. Und das andere eben dieses, also vielleicht kann man das alles ein bisschen zusammennehmen. Ist ja ein, aus meiner Sicht ist es nicht ausschließlich eine Fertigkeit oder eine Praxis, sondern es ist wie ein Stück weit ein Horizont. Das heißt, das betrifft unsere Art, uns auszutauschen. Es betrifft die Rolle der künstlichen Intelligenz, die viele Berufe wahrscheinlich in aller nächster Zukunft transformieren, vielleicht sogar obsolet machen wird. Ja. Das heißt, die Wirkung der künstlichen Intelligenz auf das, was wir tun, die ist sehr, sehr groß. Ne? Und wie können wir das quasi produktiv machen? Also ich bin natürlich sehr optimistisch und denke, dass gerade künstlerische und architektonische Berufe davon nicht so betroffen sind, weil sie halt Dinge in Zusammenhang bringen und nicht Probleme lösen oder nicht einzelne Fertigkeiten haben müssen, also Medizinmanagement, Jurisprudenz, Accountability, diese Bereiche, die lassen sich vielleicht tatsächlich durch solche maschinellen Prozesse rationalisieren. Die Architektur und Kunst, die haben ja nicht die Aufgabe, Komplexität zu reduzieren und Probleme zu lösen, sondern die Dinge komplizierter zu machen, als sie ohnehin sind, und Probleme zu schaffen. Und da sind sie wahrscheinlich den Algorithmen überlegen. Mhm. Aber es ist ein Stück weit auch jetzt ihre Aufgabe, sich da Bilder zu machen und damit umzugehen. Und deswegen, wir erleben das also in meiner Hochschule eigentlich sehr gut, dass wir eine außerordentlich hochentwickelte Forschung haben in digitaler Fabrikation, in Verwendung von Computern im Entwurf, in der Produktion und so weiter, aber noch eine ziemliche Schwierigkeit haben, dies in die Lehre zu integrieren. Mhm. Einfach weil diese Praktiken halt noch nicht so ganz miteinander kommunizieren können. Aber es ist ein jetzt laufender Prozess, und es wird sich in kurzer Zeit dann auch eben so auswirken, dass die Lehre auch transformiert wird. Also nur schon, dass die im ersten Jahr jetzt bereits ganz selbstverständlich mit 3D-Druckern arbeiten, wie sie früher mit Kohlenstift gearbeitet haben. Für mich ist es ein Gebiet, wo ich mich nicht wirklich kompetent sehe und wo ich halt versuche, auf andere zu hören, zu gucken, was die tun. Ja. Aber ich könnte kein Rezept geben. Ich kann nur sagen, es ist nicht ausschließlich eine Frage der Technik oder der Fertigkeit, sondern es ist eine kulturelle Frage. Ja. Nicht mal unbedingt des Mediums. Also für mich heißt das Digitale nicht, das muss jetzt alles elektronisch daherkommen, sondern es ist ein Umgehen mit der Tatsache, dass halt ganz viele Dinge simultan laufen, dass Maschinen einfach Teil des täglichen Lebens geworden sind. Und ich bin überhaupt kein Kulturpessimist. Also ich will nicht sagen, das brauchen wir nicht, sondern das ist also gerade in der jetzigen Krise war es nicht großartig, dass wir Studierende aus der Isolation einfach am Tisch haben konnten. Ja, ja. Also am Schirm. Ja. Aber die waren dann so am Tisch, dass man nicht mal genau sagen konnte, wer ist jetzt am Schirm und wer ist jetzt am Tisch. Also das geht schon. Also dass man miteinander kommuniziert über die Distanz hinweg, das fand ich großartig. Ja, aber du hast mir etwas Lustiges erzählt gestern, wegen den Vorlesungen. Kannst du das hier noch erzählen? Aha, also ja, klar. Also wie du das erlebt hast mit den Distanzvorlesungen. Wir durften ja die
Vorlesungen nicht mehr live machen. Genau. Und ich habe die dann so in mein Mikrofon eingesprochen. Und dann haben die Studierenden gesagt, das bist nicht du, das geht nicht, du musst wieder in den Hörsaal kommen. Und dann bin ich halt in den Hörsaal gekommen, habe diesen total leeren Hörsaal Vorlesung gemacht. Ich konnte ja nicht mit ihnen reden, also habe ich telepathisch Kontakt aufgenommen, habe gesagt, soll mir die Fragen telepathisch übermitteln. Und so haben wir dann kommuniziert. Und dann telepathisch, ja. Ja, aber da sind noch Fragen, das habe ich gehört. Okay, ja, warte. Es ging ja darum, spielerisch diese Distanz zu überwinden und die Emotionen auf beiden Seiten des Schirms zu aktivieren. Es haben sich dann auch immer zwei, drei heimlich in den echten Hörsaal geschlichen, sodass die Kamera sie nicht sehen konnte. Und das war für mich auch wieder natürlich tröstlich. Klar, da kann man spielen, aber jetzt diese Woche hatten wir zum ersten Mal wieder den gesamten Hörsaal voll. Es ist großartig, wenn man einfach zusammen im Raum ist. Das ist schon fast eigentlich nicht zu ersetzen. Ja, okay. Ja. Jetzt weiß ich nicht, sollen wir noch diesen neuen Lehrstuhl ansprechen? Oder sollen wir hier abschließen? Zeitlich, jetzt ist es, glaube ich, schon 20 nach. Ja, wir sollten jetzt... Oder sollen wir abschließen, oder willst du noch etwas über diesen neuen Lehrstuhl, den wir über Architecture and Care, vielleicht einen Satz? Ja, also... Einen Satz, und dann schließen wir. Gut, Architecture and Care ist ein neues Gebiet. Ja. Unsere Hochschule, die ETH, hat eine Initiative, wo sie sehr viel Energiemittel in Medizin, in Healthcare einsetzt. Und wir hatten jetzt die Möglichkeit, dass die Architektur einbezogen ist in diesen Prozess. Und das ist natürlich großartig, eine riesige Chance, dass wir das Anteilnehmen an den Schwächeren, an den Genesenden, an der Rehabilitation, an der Inklusion zu einem zentralen Anliegen der gesamten Ausbildung machen. Und diese Möglichkeit hat sich ergeben und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Chance, auch eine sehr jetzt zeitgemäße Chance, die Architektur eben darin zu bestärken, in dem, was sie wie die Kunst ohnehin gut ist, nämlich dass sie verbindet und die Menschen zusammenbringt und die Bedingungen der Menschen verbessert. Das ist sozusagen die Hauptsache, und den Menschen diese Möglichkeit gut haben. Ja, super. Dankeschön. Bitteschön. Ja, das ist natürlich eine gute Frage in der heutigen Digitalisierung. Also wir sind im Atelier von Monika, im dritten Stock eines Ateliergebäudes in der Binz, also diesem wunderbaren Viertel von Zürich, wo es von Architektur und Kunst und Designateliers nur so wimmelt, in der ehemaligen Zürcher Lehmgrube. Und dort gibt es Gemeinschaftsateliers mit großzügigen Fluren und einer schönen gemeinsamen Küche. Und da haben wir diese Schnitzel gemacht und sind dann durch den gemeinsamen Flur jetzt in Monikas Atelier, umgeben von Farbtuben und kleinen Fiolen und Töpfchen, und sieht aus wie in einem Atelier oder einem Chemielabor. Ja? Ja, also eben, ich habe natürlich diese Einladung gern angenommen. Erstens jetzt, um Monika und ihre Arbeit ein Stück weit kennenzulernen, und zweitens, weil ich dieses Format natürlich neugierig gemacht hat, dass man ein Küchengespräch macht. Und ich fand es auch sinnvoll, dass man das Gespräch auch in der Küche beginnt, ne? Weil die Küche ist ja so eine kleine Bühne, die man gerne mag, weil nicht so klar gegeben ist, wie man sich verhält. Und vielleicht auch, weil das Gespräch manchmal ganz gut ist, wenn man nebeneinander ist. Jetzt sind wir gegenüber, das ist auch gut. Und in der Küche sind wir so nebeneinander und kann dann ein Gespräch führen. Von daher finde ich das als Dispositiv gut. Das ist klar performativ, ja.
Ja, das, also das Gehen und das Denken und das Sprechen hängen zusammen. Das, das weiß man seit der antiken Philosophie schon, seit den Peripatetikern. Das Essen zubereiten, Essen sprechen natürlich auch. Das ist auch ein klassisches Format des Salons beispielsweise. Und ich glaube auch, dass dieses Format jetzt durch die Krise möglicherweise an Brisanz gewinnt, weil wir nicht so selbstverständlich jetzt im Ausgang konsumieren und das gemeinsame, informelle, spontane Essen an Bedeutung ein bisschen zugenommen hat, könnte ich mir vorstellen, dass diese Formate, diese halbprivaten Formate auch verstärkt werden. Das sind ein bisschen altmodische Formate, die aber vielleicht unternutzt sind. Okay, gut. Ursula Biemann wollte ich einladen und ich würde ein Lamm für sie machen. Ursula Biemann ist eine Künstlerin, die in Zürich tätig ist und die sich eigentlich seit langem mit Migration, mit kulturellen Verwerfungen befasst. Wichtige Arbeiten hat sie gemacht zum Thema Subsahara. Jetzt ist sie dran und da bin ich mit ihr beteiligt, aber habe sie bis jetzt eben nicht eingeladen, eine Arbeit im kolumbianischen Regenwald zu entwickeln, wo es darum geht, eine Universität mit aufzubauen. Also, wenn man sie nicht kennt, sie ist vor allem durch ihre Video-Essays eigentlich bekannt geworden. Lamm kann ich ziemlich gut und es schmeckt immer gut und Schnitzel kann ich jetzt seit heute auch besser, ja, aber da traue ich mich nicht so ganz ran. Das Lamm geht länger. Das Lamm geht ein bisschen länger. Man muss eigentlich nicht so viel tun. Mhm. Beim Lamm muss man einfach gucken, dass man es auf die richtige Art in Ruhe lässt. Und es ist etwas, wo ich das Gefühl habe, das kann ich ziemlich gut. Und es ist aber nicht so, beim Schnitzel ist es, da kommt es dann auf Sekunden ein Stück weit an. Beim Lamm ist ein bisschen gutmütiger. Mhm. Darf es auch nicht zu lange lassen. Mhm. Ja. Also wie? Im Hingehen? Wo? am Ort, wo ich noch nie war? Und wann? Also wie, ich genieße es gern mit jemandem zusammen, also besonders gern zum Beispiel mit denen, die es gebaut haben. Mhm. Also das ist ein großer Genuss oder eine sehr lehrreiche Erfahrung mit Architekten und Architekten, die selbst etwas gebaut haben, mit ihnen zusammen das anzugucken. Mhm. Und wann, das ist nicht so wichtig, also eigentlich besonders gut, wenn es so quasi in einem, im Alter, also nicht nachts, Architektur gucke ich nicht gerne nachts an, sondern tagsüber am liebsten so am Mittag. Außer mit St. Keller? Mit St. Keller bin ich nachts noch nie mitgewandert. Aha, Entschuldigung. Und jetzt noch, was hat er noch gefragt? Also wie, wo und wann? Wann? Also, genau, wann? Wie, also okay, wann am liebsten, so sagen wir mal, mittags. Später morgen. Mhm. Später Vormittag. Mhm.